Nachhaltiger Tourismus, Besinnung auf das ursprüngliche und urige Bergerlebnisse werden in Bad Znaun großgeschrieben und sind das Motto des kulinarischen Jakobsweges. Seit mittlerweile 4 Jahren präsentiert das Tal im Sommer nicht nur faszinierende Bergkulissen, sondern auch 4 internationale Sterneköche, die eigens kreierte Gerichte auf 4 Hütten kredenzen. Dieses Jahr zum 4. Mal ist auch ein Beweis, dass es dementsprechend guten Anklang findet und ist auch logisch und wurde auch schon von anderen aufgenommen, weil einfach, kann man sagen, das Thema regional, das Wandern, Bewegung, gesundes Essen, ja, und Spaß zu haben und eine schöne Hüttenkultur zu erleben, ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Nicht nur Patron und Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann freut sich über den Erfolg des preisgekrönten Tourismusprojekts. Auch Tourismusobmann Alfons Barth ist mit der Entwicklung des kulinarischen Jakobsweges zufrieden und kann sich auch in diesem Jahr über qualitativ hochwertige Protagonisten freuen. Wenn ich das so sagen darf, bunte Köche sind das, nicht? Das sind sehr interessante Gäste, haben geglaubt, sie können ein bisschen spazieren gehen, jetzt haben sie wandern dürfen und jetzt habe ich gesagt, und drauf dürft ihr jetzt noch arbeiten und was gibt es Schönes. Auf der Aschehütte wird diesen Sommer Frankie van Hege aus Belgien mit seinen Kalbsbäckchen für kulinarische Höhenflüge sorgen. Als erklärter Outdoor-Fan freut er sich ganz besonders über die landschaftliche Abwechslung zum Wattenmeer. Normally I don't go into the mountains, where I like it. Yeah. Normally it's always to the sea and the hot, and the sun. It's nice. Mit Wandern weniger am Hut hatte da schon der deutsche Stargast Karl-Heinz Hauser. Vom Konzept und den landschaftlichen Reizen ließ er sich schlussendlich aber doch überzeugen. Also ich habe heute aus dem letzten Loch gepfiffen, ja. Das war schon ordentlich, aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, ja. Und die Herausforderung war da. Ich habe ja vorher eine Mail noch geschrieben, müssen wir denn auch mitwandern, weil ich hätte natürlich lieber vorbereitet, habe ich gesagt, aber es war ein Erlebnis, doch. Für den Holländer Peter Gast macht die Kombination aus sportlicher Betätigung und kulinarischen Leckerbissen absolut Sinn. Yeah, that makes sense because well, what I just experienced myself because it's a hike of 2 hours and after that you just want to have like a proper good meal but maybe with less top cuisine but more for a good feeling, a good local dish. So yeah, of course. Italiens Beitrag zum kulinarischen Jakobsweg, Stefano Ciotti, musste nicht lange überlegen, ob er Teil des erfolgreichen Projektes sein möchte. Ein entscheidendes Detail hat er in seiner Vorfreude aber nicht bedacht. Una cosa non ho pensato. Alle scarpe giuste per venire qua. Questa è una cosa che non ho pensato, però la prima cosa che ho pensato quando mi hanno chiesto di venire a fare questo pellegrinaggio è stata non ho avuto titubanze, ho subito detto sì perché io non ho mai vissuto la montagna in estate ed ero molto curioso perché sono sciatore quindi vengo sempre in inverno e in estate lavorando sempre tanto in riviera da noi non ho mai avuto tempo di vedere la montagna e sono proprio colpito e emozionato da queste montagne. Davon, dass die Bergwelt des Bad Znauns auch im Sommer einen Besuch wert ist, kann man sich am kulinarischen Jakobsweg noch bis einschließlich 16. September überzeugen.